der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Gut, ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe den Bosskampf schon gemacht, ich habe den Offscreen gemacht, weil on stream, da hätte ich wieder eine halbe Stunde, eine Stunde gesessen und da mich bemüht. Und es ist halt eine andere Sache, on stream zu machen. Ihr seht das, ja. Ich hatte schon Angst. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Wir müssen da irgendwo rumliegen. Nur nicht schon despawned ist. Er ist wahrscheinlich schon despawned. Lag was rum. Ein Schatz, den wir hätten mitnehmen können. Das finde ich aber schade. Den großen Bosskampf haben wir jetzt besiegt. Das ist natürlich blöd, dass wir das nicht aufgesammelt haben. So, ich muss mal. Ich werde auf jeden Fall erstmal meditieren. Die Sache, die ich sagen wollte, es ist auf jeden Fall eine Sache, es ist das eine, als Zuschauer zuzuschauen, ist die eine Sache, es ist sowieso mal ganz leicht, als Zuschauer das zuzuschauen, das fällt dir überhaupt nicht schwer. Das andere ist es, als Spieler, das privat bei sich zu spielen. Und das andere ist zu streamen. Das ist das ganze Streamen, dann mit eventuell noch Zuschauern, mit dem Wissen, auch wenn bei mir nicht oft aktiv im Chat was los ist, aber mit dem Wissen zumindest, dass Leute zuschauen, dass da Leute urteilen, das ist, wie du spielst und so weiter, dass sie dir sozusagen indirekt über die Schulter gucken. Das ist dann, da ist man noch ein bisschen unkonzentrierter und so weiter. Ja, ich habe es jetzt einfach offscreen gemacht. Es ist nicht sonderlich viel passiert. Außer, dass wir hier eine Leiche haben, die jetzt irgendwie nicht mehr vorhanden ist. Lag hier irgendwo auf dem Gebiet. Da haben wir sie erledigt. Man musste einfach nur draufhauen und das dann. Man musste das draufhauen nur ein bisschen abtimen. Und schon hatte man. Schon war es erledigt. Haben wir hier noch ein paar Sachen, die wir öffnen können? Hier. Ein paar Oliven können wir mitnehmen. Immerhin. Zwergenschnaps und Oliven. Soll das unser Dank, unser Lohn für die tapfere Tat für den Kampf gewesen sein? Nach der weißen Kälte. Sehen wir uns die Nachricht an. Oh. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuche den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Ja. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Und wo wäre das? Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleichgemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf, noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Tja, nix. Toll. Also alles, der Kampf gegen den Golem, die Sache mit den Portalen und den Wölfen, der Kampf gegen den, ich weiß seinen Namen nicht mehr, den brutal schweren Typen hier, den ersten Bossgegner, den ersten Boss von der wilden Jagd. Alles umsonst, alles für nix und wieder nix. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Aha.
Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Aha. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber in den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding. Klar träumen. Da brach es den Kontakt sofort ab. Das soll es ja wirklich geben. Seitdem schlafe ich friedlich. Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Ceria wiederfindest. Herrin des Waldes. Das scheint wohl die nächste Quest zu sein. Nächste Hauptquest. Ja, dieses Klarträumen, nicht das Richtige, ist auch wieder gefährliches Halbwissen. Das habe ich gehört, dass das irgendwie möglich ist, dass da irgendwelche Trainings gibt, dass da irgendwie, da gibt es ein paar Tipps und Kniffe, wie du irgendwas du irgendwie vom Schlafengehen machen musst. Und wenn du das gut trainierst, oh, noch eine Rune, die wir nicht ins Schwert einsetzen können, vielleicht kriegen wir irgendwann ein neues Schwert. Also wenn du halt irgendwie bewusst irgendwelche Sachen vom Schlafen machst, habe ich gehört, dass du halt dann irgendwie so, dass du halt deine Träume steuern kannst, dass du halt dann irgendwie seit halt im Traum dann, so wie in einem Videospiel halt irgendwie, dass du halt dann da selbst laufen kannst und so ein bisschen sagen kannst, ich lasse jetzt da nicht, ich mache jetzt bewusst Sachen, also wenn du zum Beispiel einen Albtraum hast, dass du dann sagen kannst, nee, ich hau jetzt ab, ich gehe jetzt nach Hause, ciao. Habe ich jetzt nur gerüchteweise gehört und kann mir mal jemand auf YouTube und jetzt auf Twitch in die Kommentare schreiben, in den Chat, wo man da mehr gehört hat. Das ist also, es ist halt wirklich gefährliches Halbwissen, was ich mal gehört. Erstmal alles einsammeln. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Hier gibt's noch was. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Können wir mit ihm noch mal reden? Nun? Können wir hier... Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Natürlich. Ah ja, Illusionen aufdecken. Das könnte fürs zukünftige Abenteuer noch spannend werden. Wenn du in der Luft einen Flimmern bemerkst, gehe darauf zu und drücke in der Nähe E, um die Illusionen aufzulösen. Also einfach untersuchen. Illusion wird aufgelöst. Und wir können durch. Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Aber wenn das eine Illusion ist, können wir da nicht einfach sowieso durch, oder? Irre ich mich da? Eigentlich müsste man da durch können. Ist ja nicht wirklich da. Naja, egal.
Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Ah, wenn ich sie finde, das ist jetzt so eine klassische Rechts- und Links-Idee. Ja, komm, eine Sidequest. Ja. Nehme ich an. Wunderbar. Dann komm. Gehen wir rechts lang. Hier finden wir bestimmt etwas. Das ist so eine typische Rechts- und Links-Sache. Stufe 6 verfügbar, Punkt 1, nice. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Ja, es ging noch hoffentlich schnell hin, dass wir hier rauskommen. Ja, das Rätsel machen wir. Wir machen die Sidequest natürlich noch. Ich frage mich, ob wir irgendwie. Ich würde gerne die Runen wegnehmen. Wenn das irgendwie gehen würde. Ich würde gerne hier die neuen Runen da drauf packen. Ist halt schade, dass das nicht geht. Schwert's gut. Um 73 Schaden. Das ist das Beste, was wir haben. Sechs bis acht Schaden. Okay. Oh, wir haben was. Wir haben wieder was zu essen. Sehr schön. Okay. Wird mal das Level. Level 6 sind wir jetzt. Charakter. Hier wollte ich mal Krafttraining. Hier brauchen wir noch 4. Lichtreflexe, Entschlossenheit. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust um 20% verringert. Okay, wie auch immer. Beim Ziel mit der Armbrust wird die Zeit zusätzlich um 15% lang verlangsamt. Das könnte noch sinnvoll werden. Feldabweisung ist aber auch sinnvoll. Ich würde erstmal auf Kämpfen und auf Krafttraining würde ich erstmal. Da wir eh meistens schnelle Angriffe haben, ist das hier sinnvoll zu trainieren. Haben wir hier irgendwas, was wir machen können? Armutszeichen erhöhen. Das Igni-Zeichen besser machen. Rüstungsschmelze. Schaden durch Igni schwächt auch den Gegner Rüstungswert dauerhaft. Effekt steigt mit der Zeichenintensität auf maximal 15%. Okay, will ich doch mal darauf mal leveln. Weil wir Igni ja verhältnismäßig oft benutzen. Macht das Sinn? Hier haben wir noch mehrere Plätze. Sehr schön. Hätte ich vorher gar nicht ausgerüstet gehabt. Das ist, ja, das hat mir im Kampf vielleicht mehr geholfen. Ah, okay, jetzt haben wir eine Statue. Okay, was haben die? Das ist ein Rätsel, der hat irgendwie so ein Instrument, so eine Leierorgel und einen Hund hat er in der Hand. Der hat nur eine Leierorgel. Der hat nichts in der Hand. Der hat einen Hund. Okay. Instrument, Leierorgel und Hund. Leierorgel. Nichts. Ich denke, mit dem Nichts müssen wir anfangen, oder? Ist relativ klar. Flamme leuchtet grün. Ist die Leierorgel, das ist links davon wahrscheinlich. Gerade ist was passiert. Bewegung. Hinter der Wand da. Okay. Dann Hund und dann mit alles, oder? Das ist.
Einmal mit alles, bitte. Oder nicht? Bist aktualisiert. Oh, hat geklappt. Fürst 2. Auf Anhieb. Und hier haben wir eine... Alter. Was meinst du? Ein Grab. Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Gregenan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Laterne. Ich hoffe, dass ach, die Laterne für die Quest, Zamos. Verschwinden wir von sehr hier, okay? Schön. Quest geschafft. Kerze können wir nicht ausmachen. Oh doch, können wir. Meine Kerzen am Altar aus, das ist nett, komm. Wollen wir mal nicht so sein. Okay, Stiefel. Den gibt es für uns nicht in dieser Runde. Besser Nebenquest. Das ist sehr schade. Die Stiefel bringen die wenigstens was. Rüstung 13. Rüstung 1, okay. Mittlere Rüstung. Leichte Rüstung. Plus 1 Aufschlitzen, plus 2 Elementar. Durchbohren, Aufschlitzen. Das ist alles hier in dem. Sehen zwar nicht so hübsch aus, aber. Sind effektiver. Mehr Schutz. Okay, schade. Nur ein paar Stiefel. Hatte Quest hier. Na dann. Gehen wir. Sie ist langsam. Ach, ein heißes Bad. Dafür würde ich alles tun. Das würde ich auch nehmen. Aha. Raus sind wir. Na endlich. Keine Bossgegner mehr. Aber es war die Sache wert, oder? Keine dunklen Höhlen mit Monsterportalen. Ich habe etwas erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Hurra. Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ja. Ich versuch's. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera. Und Teleport. Untersuche alle verbleibenden Spuren. Ah ja. Frau des Barons. Sind wir zurück bei der Quest. Erfahrungspunkte. Neue Quest, eine Einladung von Kira Metz. Ja. Können wir sie jetzt gleich besuchen, aber. Was soll's? So. Quests. Wenn ich hier müssen wir, glaube ich, nicht. Ich würde mal auf die Karte gucken, wo wir eigentlich gerade so sind. Hier sind wir. Und wählen. Gibt es noch ein paar Nebenquests hier?
Ein Anschlag Breton. Ja, da würde ich jetzt nicht so hingehen. Ich würde jetzt eher. Ja, hier kommen wir sowieso rein. Wir wollen. Hier wollen wir hin. Kommen wir unterwegs eh nach Mittelhain. Können wir da vielleicht noch ein, zwei Quests annehmen. Unterwegs. Können wir das Boot nehmen? Ein bisschen Boot fahren. Hinweise gibt es hier keine. Habe ich auch nicht gedacht. Ist Plätze hier irgendwo? Ja, da ist der Plätze. Ach, der gute alte Plätze. Habe ich dich vermisst. Heya! Lange in den Höhlen gewesen. Jetzt mal endlich wieder vernünftig. Über Hügel und Länder. Ach, die Geister. Das sind die Geister überall. Na toll. Dann haben wir die rausgelassen. Oder was? Mit denen will ich mich gar nicht anlegen. Ich weiß schon, dass ich mit denen. Mit denen hatte ich schon Stress in den Höhlen. Das Pferd kann nicht schwimmen. Hilft das, was mich rüberschwimme und das Pferd dann rufe, oder? Ist ja meistens schnell wieder Blitz und kommt dann rüber gerannt. Wenn nicht, müssen wir wieder zurückschwimmen. Ah, es hat sich jetzt teleportiert. Oder ist geschwommen. Wer weiß. Jetzt nach diesem Bosskampf. Nach dieser Bosskampfparade. Ich jetzt wirklich mal Bock auf ein bisschen leichte und seichte Unterhaltung. Mal so ein bisschen. Ein paar Ertrunkene erstechen. Und dann mal ein paar Nebenquests erstmal annehmen und mal so ein bisschen. Ertrunkene spalten. Ganz genau. Was zum Looten hier. Ertrunkenen hören. Der Wind heult. Gibt's irgendwas, was man eigentlich nie machen kann? Hier ist ein kaputtes Boot. Alchemie. Da bräuchten wir noch Indria gegen Embryo. Okay. Wir haben nur den einen Trank. Noch keine weiteren Rezepte. Da haben wir die noch nicht eingelöst. Noch nicht gelernt. Okay. Na dann. Schneller. Das ist ein Boot. Den können wir dann wohl irgendwann mal in die Gewässer fahren. Ah ja, hier ist das Dorf. Und das Brett. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Nur weil ich klaue dir deinen. Woher kommst du?
Das Anschlagbrett. Das ist eine Bekanntmachung. Auf Befehl des Kommandanten des Lagers des Zentralarmee von Nilfgaard. Die Einwohner von Mittelhain und Schwarzzweig werden hiermit aufgefordert, sich im Lager in Mittelhain zu melden, um Arbeitsdienste für das Kaiserreich abzuleisten. Wer sich drücken versucht, wird ausgepeitscht. Listen mit den bezeichneten Einwohnern sowie den jeweils zu letzten Arbeitstagen sind bei Dorfälzen erhältlich. Ja. Geknechtet werden sicher. Hier ist das Anschlagbrett. Suche Arbeit. Tu jede Arbeit für eine Schale Suppe oder einen Brotkanten. Ich kann zimmern und Fässer binden. Und habe auch Werkzeug. Aber wir haben keinen Brotkanten. Gute Leute, hört nicht auf den Weidler. Als unsere Rossa krank wurde, hat er uns geheißen, sie auf ein Kiefernbrett zu legen, in den heißen Backofen zu stecken und 3x12 zu zählen. Als wir sie rauszogen, war sie verbrannt. Wir mussten die verschmorten Überreste begraben. Und der Weidler hat sich geweigert, uns die 3 hartgekochten Eier zurückzugeben, die wir ihm gegeben hatten. Er hat gesagt, er hätte sie schon gegessen. Wilfram und Annette. Okay, das klingt nach einer interessanten Quest. die waren einfach zu blöd. Wen auch immer ich dabei erwische, dass er meinen Eier aus dem Hühnerstall stiehlt, den haue ich mit der Axt in 2. Sagt's nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Oh, sehr toll. Geiler Kampf. Gauner, eine Gewinnspielmeisterschaft. Nein. Hört, irgendein Teufelsbrut treibt die Unwesen in unseren Feldern. Ein Geist oder Phantom ist es nicht. Die alte Willi schwört es beim Grab seiner Mutter, dass es sich um Hannah aus den Wäldern handelt. Ob das stimmt oder nicht, geht nicht. Alleine in die Felder und nehmt immer einen Sensor oder Fork mit. Wer den Mumm hat, die Bestie auszutreiben, soll eine Belohnung bekommen. Das klingt interessant. Gute Leute, habt Erbarmen und hört mein Flehen. Meine Frau Hannah ist verschwunden. Sie wurde vor ein paar Tagen in den Wald gegangen und ist zurückgekehrt. Ich bin ganz außer mir vor Sorge und zahle dem, der sie zurückbringt oder mir wenigstens sagt, wo ich sie suchen soll, jeden Preis. Okay, nehmen wir das erstmal an. Erstmal ein paar Quests annehmen. Okay, Weltkarte Quests. Novigrad sind wir noch nicht. Okay, da müssen wir noch irgendwie. Untersuche alle verbleibenden Spuren. Ja, habe ich irgendwie noch nicht. Das kapiere ich irgendwie auch noch nicht. Herren des Waldes, geht es weiter. Lies die Herren des Waldes. Das Buch müssen wir erstmal lesen, um weiterzukommen. Okay, die Nebenquests. Ich habe jetzt Bock erstmal auf Nebenquests. Was haben wir hier? Wählen, mehrere Orte. Ein Gwindgarten, na toll. Sprich mit dem Jäger namens Nilen. Besieg den Schmied. Okay, das war das Faustkampfturnier. Beschädigte Steine haben wir noch nicht gefunden, wenn wir irgendwo unterwegs kommen. Vielleicht können wir es markieren, dann sehen wir die Steine. Das wäre auch mal gut. Finde und verbrenne die Leichen in der Grube auf dem Schlachtfeld liegen. Sprich mit Kira Metz. Okay, die Einladung. Ciris Zimmer. Nachdem Geralt in Erfahrung gebracht hatte, in welchem Zimmer Ciri während des Aufenthalts auf Krähenfest übernachtet
hatte Saya los nach, ob Ziel etwas hilfreich ist für die Suche. Zugelassen hatte ausnehmen, musste Gerard gerne jede Gelegenheit, die Besitztümer anderer zu versuchen. Das stimmt. Lies das Buch mit dem Titel Die natürliche Unklarheit. Geh zur Küche und sprich mit Gretka. Okay, das müssen wir für Ciri relevant. Okay, das will ich erstmal machen. Sieht interessant aus. Hanna aus den Wäldern. Sprich mit dem Dorfältesten von Mittelhain.